Der Blinde und der Lahme. Ein Blinder und ein Lahme saßen am Straßenrund und betteten. Weil sie aber auch gar nichts bekamen, sagte der Lahme: Komm, suchen wir uns etwas zum Leben. Etwas zum Leben suchen? Fragte der Blinde. Ja, war die Antwort des Lahmen. Erwiderte der Blinde: Bist du nicht gelähmt? Kannst du denn gehen? Antwortete der Lahme: Ich bin wirklich gelähmt, doch kann ich sehen. Und weiter? Fragte der Blinde. Antwortete der Lahme: Ganz einfach, gehen wir gemeinschaftlich. Du benutzt deine starken Füße, ich benutze meine Augen. Ich setze mich auf deinen Rücken und dann können wir gehen. In Ordnung, rief da der Blinde, und sie marschierten los. Unterwegs entdeckte der Lahme das Endstück eines Kokospalmenblattstängels und er sagte zu dem Blinden: Es wäre gut, wir nehmen diesen Palmenblattstängel mit. Wo ist der Stängel? Fragte da der Blinde. Bei deinem Fuß, nimm ihn, erwiderte der Lahme. Wer soll ihn tragen? War jetzt die Frage des Blinden. Ich trage ihn, antwortete da der Lahme. Da hob der Blinde den Stängel auf und gab ihm dem Lahmen. Und wieder nach einer Weile des Weges sah der Lahme ein Beil. »Hey, Freund«, sagte er da zu dem Blinden, »da liegt ein Beil bei deinen Füßen. Nimm es.« »Und wer soll es tragen?« erwiderte der Blinde. »Ich«, antwortete der Lahme. So gingen sie weiter und hoben nacheinander noch eine Trommel, Fasern der Zuckerpalme, eine Tasse und Taro-Blätter auf. Schließlich kamen sie zum Haus eines Riesen. Sie gingen hinein und kochten sich Reis, Currysoße und die Beigerichte dazu. Bald darauf kam aber der Riese, doch er wagte sich nicht in sein Haus hinein. Stattdessen rief er: »Wer hat es gewagt, in mein Haus einzudringen?« Der Lahme und der Blinde antworteten nicht. »Los, komm schneller herunter, wenn du ein Mann bist«, brüllte er weiter. Jetzt warf der Lahme mit einem Taro-Blatt nach dem Riesen. Der sagte beim Anblick des Blattes: »Ein außergewöhnlich großes Ohr!« »Komm herunter, wenn du ein Mann bist«, schrie der Riese weiter. »Lass das verstecken!« Da warf der Blinde das Knotenende des Palmenblattstängels nach ihm. Als er das sah, sagte der Riese: »Eine außergewöhnlich große Nase!« Nacheinander warfen der Lahme und der Blinde jetzt Palmenfasern, Beil und Tasse nach dem Riesen. Der meinte, es seien Haare, Zähne und Menschenaugen. Schließlich bat der Riese seinen Feind, ihm zu antworten. Als sie die Bitte des Riesen hörten, schlug der Lahme jetzt so lange auf die große Trommel, bis der Riese Hals über Kopf floh. Dabei fiel er in eine Schlucht und starb.